mein Name ist Katrin Malik. Ich bin seit 2004 hier am Bildungswerk in Dresden. Bin seit 2014 Fachbereichsleiterin für die Berufsfachschule für Pflegehilfe und Altenpfleger. Ich bin Falco Wendler. Ich mache den Krankenpflegerhelfer und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Das Wichtigste ist, dass wir seit 2011 die Krankenpflegehelfer hier am Bildungswerk ausbilden. Das sehr erfolgreich und wir über Jahre schon sehr eng mit vielen Praxispartnern und auch mit Dozenten zusammenarbeiten. Ich habe mich für den Krankenpflegehelfer entschieden, weil ich gern mit Menschen zusammenarbeite und da hat sich das DRK-Bildungswerk super angeboten. Die häufigste Frage hier ist, wie das mit dem Realschulabschluss funktioniert. Und da ist einfach zu beachten, wenn also die Ausbildung insgesamt am Ende mit maximal 3,0 abgeschlossen ist, dann wird gleichzeitig der Realschulabschluss mit auf dem Zeugnis verankert sein. Man hat also gleichzeitig zwei Abschlüsse, einmal den Berufsabschluss, Krankenpflegehelfer, Krankenpflegehelferin und den mittleren Schulabschluss. Die häufigste Frage, die ich von meinen Freunden gestellt bekomme, ist, was die alltäglichen Dinge sind, die ich in diesem Job machen muss. Das wären zum Beispiel Körperpflege oder die Betreuung der Menschen. Ich habe sehr viele schöne Arbeitserlebnisse. Besonders glücklich bin ich über viele erfolgreiche Abschlüsse, wenn auch gleichzeitig der Realschulabschluss mit auf dem Papier steht. Und ich freue mich immer, wenn viele Schüler eine weitere Ausbildung hier beginnen. Es gibt ganz viele schöne Erfahrungen, vor allem die Dankbarkeit der Menschen. Ich wünsche mir einerseits mehr Anerkennung und andererseits mehr Zeit mit den Menschen. Ich wünsche mir, dass viele Krankenpflegehelfer in der Pflege arbeiten oder eine weiterführende Ausbildung hier bei uns beginnen.